Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums mehr als 200 Granaten in der Nähe von zwei südkoreanischen Inseln abgefeuert. Die Bewohner der Inseln wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Seoul bezeichnete das Artilleriefeuer als provokativen Akt, der den Frieden auf der koreanischen Halbinsel gefährde. Das Verteidigungsministerium forderte Nordkorea auf, die Aktionen umgehend einzustellen und warnte vor einer Reaktion mit angemessenen Maßnahmen. Die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea befinden sich derzeit am Tiefpunkt. Nordkoreas Diktator Kim Jong-un will die Waffenentwicklung ausweiten, darunter auch jene von taktischen Atomwaffen. Als Reaktion haben die USA und Südkorea ihre Zusammenarbeit verstärkt und gemeinsam Militärübungen abgehalten.